fange mit 4 Luftmaschen an. Für die erste Luftmasche gehe ich unter den Faden, ziehe den etwas hoch, drehe den Haken einfach mal rum. Dann halte ich hier unten fest und häkle die erste Masche. Die verwende ich dann als Fadenring. Und dann 3 Luftmaschen. So, in die erste Luftmasche oder in den Fadenring, den kann man ein bisschen auseinanderziehen, arbeite ich 13 Stäbchen. Also Umschlagmasche holen, die ersten 2 Maschen durch, die zweiten 2 Maschen durch, das ist ein Stäbchen und weitere 12 Stäbchen arbeiten. Jetzt schließe ich die Runde mit der Kettmasche, also ich steche hier in die dritte Luftmasche ein, Masche holen, die linke Masche durch die rechte durchziehen. Die zweite Runde beginne ich mit 3 Luftmaschen und häkle dann in jedes Stäbchen der Vorrunde 2 Stäbchen. Also Umschlag, ich häkle erstmal hier, wo die Luftmaschen sind, steche ich nochmal ein und häkle ich ein Stäbchen und dann in das nächste Stäbchen 2 Stäbchen arbeiten. Also nochmal da einstechen und nochmal ein Stäbchen arbeiten. In das nächste Stäbchen genauso ein Stäbchen arbeiten und nochmal in dieselbe Stelle noch ein Stäbchen arbeiten. Und so arbeiten wir die ganze Runde. In jedes Stäbchen der Vorrunde 2 Stäbchen arbeiten. So schaut es aus. Das sind jetzt insgesamt 28 Stäbchen und jetzt schließe ich die Runde mit der Kettmasche. Da wiederum in die dritte Luftmasche oben einstechen. Masche holen, die linke Masche durch die rechte durch. Und die nächste Runde beginne ich mit 3 Luftmaschen. Häkle da wiederum, wo die Luftmaschen sind, ein Stäbchen. Dann überspringe ich ein Stäbchen. Oder besser gesagt, ich häkle in das nächste Stäbchen nur ein Stäbchen. Und erst in das nächste Stäbchen verdopple ich die Maschen. Also da häkle ich 2 Stäbchen in die gleiche, in dieselbe Stelle. Dann häkle ich ein Stäbchen und in das nächste Stäbchen wieder 2 Stäbchen häkeln. Und so die weiter mit der Runde fortfahren, also da häkle ich wieder ein Stäbchen und in das nächste Stäbchen 2. So, am Ende der Runde, da habe ich nochmal 2 Stäbchen gehäkelt. In die letzte Masche häkle ich ein Stäbchen. Und dann schließe ich die Runde wieder mit der Kettmasche, wie in den Runden vorher. In die dritte Luftmasche einstechen, Masche holen, die linke Masche durch die rechte durch. Und die nächste Runde beginne ich wieder mit 3 Luftmaschen. Da häkle ich wieder hier am Anfang, sofort da, wo diese Luftmaschen sind, ein Stäbchen. Dann häkle ich 2 einzelne Stäbchen, also in das nächste Stäbchen ein Stäbchen und nochmal in das zweite Stäbchen ein Stäbchen häkeln und in das dritte Stäbchen häkeln wir 2 Stäbchen, also in dieselbe Stelle nochmal ein Stäbchen und ein Stäbchen häkeln.
Und so mit der Runde fortfahren, immer zwei Stäbchen in jedes Stäbchen der Vorrunde und in das dritte Stäbchen verdoppeln wir praktisch. Genau. So, da schließe ich wiederum die Runde mit einer Kettmasche. Und die nächste Runde beginne ich mit drei Luftmaschen. Hier wieder sofort ein Stechen, Masche verdoppeln. Wir haben in der Runde davor zwei Stäbchen gehäkelt, in das dritte Stäbchen haben wir verdoppelt. Da machen wir drei Stäbchen häkeln, in das vierte Stäbchen verdoppeln wir. Also 1, 2, das dritte Stäbchen häkeln. Und in das vierte Stäbchen, da verdoppeln wir die Maschen. Und dann wiederum drei Stäbchen häkeln, in das vierte dann die Maschen verdoppeln. Also auf diese Weise, also in der nächsten Runde macht ihr dann statt drei, vier Stäbchen häkeln, in das fünfte verdoppeln und jede weitere Runde ein Stäbchen dazu rechnen. Und auf diese Weise häkelt ihr so viele Runden, die ihr für eure Decke braucht. Also ich häkle jetzt die 11. Runde. Das Deckchen ist bei mir ungefähr 28 cm breit geworden. Also wie gesagt, ihr könnt die Größe anpassen, mehr oder weniger Runden arbeiten. So, jetzt häkle ich, wie gesagt, diese Runde. Das ist die letzte Runde jetzt und dann kommen noch zwei Runden das Umhäkeln. Und zwar jetzt muss in der Runde die Maschenanzahl teilbar durch 4 sein. Und zwar, ich habe jetzt hier die letzte Maschenzunahme gemacht. Hier in die Mitte muss ich, also hier muss ich nochmal Maschen zunehmen. Das lasse ich erstmal aus. Jetzt fange ich an, hier die Maschen zu zählen. Immer 4 Maschen. Bis da, wo ich praktisch die letzten Maschen gearbeitet habe. Jetzt habe ich bis dahin immer 4 Stäbchen. Jetzt zähle ich die weiteren. Und dann mache ich hier weiterzählen. Also 1, 2, 4, 2, 4, 2, 4. Hier müsste ich eine Masche zunehmen. Die muss ich gleich hier auch noch dazu rechnen. 2, 4. 2, 4. Also ich habe jetzt ohne diese letzte Maschenzunahme passt bei mir die Maschenanzahl ganz genau, deswegen mache ich hier jetzt keine Maschenzunahme mehr. Also wie gesagt, in der Runde passt einfach die Maschenanzahl an. So, die nächste Runde fange ich mit einer Luftmasche an und häkle da, wo die Luftmaschen sind, eine feste Masche, dann drei Luftmaschen, drei Stäbchen überspringen und das vierte Stäbchen eine feste Masche. Dann wieder drei Luftmaschen, drei Stäbchen überspringen und in das vierte Stäbchen eine feste Masche. Und so ist das Muster jetzt. Drei Luftmaschen, drei Stäbchen überspringen, in das vierte Stäbchen eine feste Masche. Bei den Luftmaschen könnt ihr schauen, wenn drei Luftmaschen bei euch nicht ausreichen, je nachdem wie ihr häkelt, könnt ihr auch 4 Luftmaschen arbeiten. Also ich häkle jetzt 3 lockere Luftmaschen und das passt dann auch bei mir. Und so die Runde dann einfach weiterarbeiten. So, jetzt bin ich am Ende der Reihe angekommen, ich habe hier 3 Luftmaschen, jetzt gehe ich hier in diese feste Masche rein, hole die Masche und ziehe die linke Masche durch die rechte durch. Jetzt gehe ich hier in die erste Luftmasche rein, hole die Masche und ziehe diese nochmal durch die rechte Masche durch. Dann arbeite ich 3 Luftmaschen. Jetzt arbeite ich in die Luftmaschen 4 Stäbchen.
halbes Stäbchen Umschlagmasche holen, alle drei Maschen durch und noch eine feste Masche. Also nochmal in die Luft maschen, Masche holen und beide Maschen durch. So schaut es dann aus. Dann gehe ich hier wieder in die erste Luftmasche einstechen, Masche holen, die linke Masche durch die rechte durchziehen, drei Luftmaschen. Jetzt arbeite ich wieder vier Stäbchen Umschlag, das erste und weitere drei Stäbchen arbeiten. Vier Stäbchen, dann ein halbes Stäbchen, Umschlagmasche holen, alle drei Maschen durch und noch eine feste Masche. So schaut es dann aus. Und so die Runde weiterarbeiten. Also jeder von diesen Bögen so ein praktisches Element arbeiten. So, am Ende der Runde schließe ich die Runde mit der Kettmasche. Also gehe hier, wo die feste Masche ist, rein, hole die Masche und ziehe die linke Masche durch die rechte durch. So, das war's eigentlich. So schaut es dann aus.